So, deine Leute, grüße euch. Heute gibt's mal ein Diablo 3 Video. Das ist noch die aktuelle Season 28. Die läuft noch. Ich weiß nicht, wie lange, noch ein paar Tage. Diablo 4 ist ja schon raus. Die Vorbesteller, die dürfen schon spielen. Und wir haben jetzt Sonntag und nächsten Dienstag am 6.6. Dürfen ja dann alle, die das Spiel gekauft haben, Diablo 4 spielen. Und ich habe es nicht gekauft, weil im Schnitt müsste ich 100 Euro dafür bezahlen. Es ist zwar gut, schaut auch gut aus, aber man braucht etliche Stunden, bis man durchgelevelt ist, um dann quasi das Spiel zu spielen. Und da hat man dann nochmal 150 bis 200 Stunden, die man auch nochmal spielen kann. Man muss teilweise noch mit anderen spielen. Es gibt Season, die man bezahlen muss, alle drei Monate. Also man kann es auch kostenlos spielen, dann dauert es halt ein bisschen länger. Die Season soll angeblich über die drei Monate, also 90 Tage, 80 Stunden brauchen, bis man die dann durch hat. Und im Schnitt wäre es dann quasi pro Tag mindestens eine Stunde. Und hier bei Diablo 3 ist es dann so, da kann man mal zwischendurch mal 20 Minuten spielen oder auch eine Stunde. Man muss ja nicht jeden Tag mehrere Stunden spielen. Und Diablo 4 ist daher sehr groß mit dem Gesamtbild, mit allem drum und dran. Sehr groß, sehr teuer und für mich dann doch ein bisschen zu viel, wenn man sowieso schon drei Spiele am Tag hat, die dann jeweils ihre Zeit auch noch brauchen. Und ich habe ja noch die Zombies, die ja noch zusätzlich dabei sind, wo ich aufnehme. Deswegen seht ihr mich ja auch so wenig mit Videos, weil ich habe auch noch ein Privatleben und ich muss da auch mal langsam ein bisschen was dran machen, dass ich auch wieder mehr Privatleben habe als YouTube-Leben. Da arbeite ich auch dran muss mal was machen. Ich wollte jetzt nur mal so zeigen, so die letzten Tage, weil ich bin auch hier gar nicht so weit im Leatherboard, da ich hier Anfangs Schwierigkeiten hatte und die anderen da auch schon weiter sind. Ich bin jetzt bei 121, habe mein Bild aber noch nicht ausgebaut. Die spielen noch nicht mehr weiter, weil sie jetzt Diablo 4 spielen. Also man könnte die jetzt einholen, aber das schaffe ich nicht mehr, glaube ich nicht. Und das ist der neue Bild, den habe ich noch nie gespielt. Das ist jetzt in dieser Season das erste Mal, der Nathalie-Bild. Mit dem fange ich an. Ich habe hier noch drei andere. Habe ich sonst auch nie in den Season gehabt, aber ich habe hier noch den Getriebe und noch, den Ninja nicht so. Und den nehme ich zum Farmen, den Multischuss. Und der Ninja, der ist nicht so gut. Der ist unter 100 und mit dem laufe ich ja 120 hier, mit dem hier. Und ihr seht ja, ich habe schon fast 1600 Paragon, so viel hatte ich noch nie. Und trotzdem reicht es nicht, weil ich den Bult noch nicht ganz komplett habe. Und das Season-Thema habe ich ja schon gesagt, da gibt es ja diesen Altar. Oder, ne, ich habe es glaube ich noch gar nicht gesagt, ne? Na, machen wir das noch schnell, einen Moment. Es gibt diesen Altar. Nicht hier auf der Map, Quatsch. Bin schon ganz konfus hier. So, und zwar hat man dann hier den Altar. Wenn man den ganz durchgespielt hat, und das habe ich bis hier unten, dann kann man sich diese roten Gegenstände, zum Beispiel diese Waffe, selber herstellen, wenn man die Materialien gefarmt hat und alles. Ist nur kurz erklärt, die machen richtig viel Schaden, die sind ziemlich gut. Man kann da zwar von nur eins tragen, weil die anderen Sachen, die ich sonst habe, wenn da was Rotes ist, dann habe ich es gefunden. Habe ich aber nicht mehr. Also der hat zum Beispiel gar nichts. Die anderen haben da mehr rote Sachen, die ich dann gefunden habe. Jetzt zeigen wir das auch noch schnell. Ich glaube, der hat sogar auch schon dort, oder? Ne, den hatte ich schon zu früh aufgehört. Der hatte das nicht mehr. Aber der hat schon
viele rote Sachen, die ich dann auch hier, die Waffe habe ich dann selber gemacht. Das sind so die gefundenen Sachen. Der hat's halt nicht. Und ja, ich muss dann noch ein paar Sachen finden, ne? Also die roten Items, die droppen nicht so oft. Man braucht auch rote Items, um so eine Waffe herstellen zu können mit dem Altar. Ja, habe auch übrigens das Season-Thema komplett durch. Deswegen habe ich auch hier den neuen Begleiter. Und dieses neue Wappen hier. Ich habe das komplett durchgespielt. Und ja. Und jetzt fange ich mal an, weil sonst wird das Video zu lang, wenn ich die anderen noch zeigen will. Weil der braucht am längsten von allen. Und das Besondere ist bei dem, man kann dann hier solche Sachen stellen. 10 Stück insgesamt. Da muss man dann eine Taste drücken. Ist gar nicht so einfach zu spielen. Das hat auch eine Zeit lang gebraucht. Perfekt ist es bei mir immer noch nicht. Und wenn man die Maustaste drückt, die rechte, dann explodieren die. Und alles, was da sich drin aufhält, das stirbt. Oder je nachdem, welche Tasten man drückt und wie man sie drückt, werden die, die dann in diesen Fallen stehen, zu einem gezogen. Und wenn man es richtig macht, dann setzt man hier auch noch Fallen. Und wenn die hier rüber gezogen werden und man drückt dann, dann werden die alle hier drin gekillt. Nur mal so, das werdet ihr auch gleich sehen, wenn die dann so rüber gezogen werden. Ich hoffe, ich kriege jetzt eine relativ gute Map, dass ich das ein bisschen zeigen kann. Und der hält noch nicht so viel aus, wie er sollte, obwohl es geht schon. Ist gar nicht so verkehrt. So, und dann setzt man die und löst diese Fallen aus. Am besten ist natürlich, wenn man guckt, dass man in diesem Kreis bleibt, der erzeugt wird. Der Altar sorgt auch dafür, dass zum Beispiel hier so ein roter Kreis kommt, der sehr gut ist, weil der macht am meisten Schaden gegen die, die da drin stehen. Der bleibt aber nicht so lang wie die gelben Kreise. Es gibt auch noch einen anderen Kreis, eine andere Farbe. Das ist, wenn man den Altar durchgespielt hat, dann kriegt man das. Ja, manchmal komme ich auch gar nicht durch, wenn ich dann zu einem Kreis will, dann werde ich doch noch ein bisschen aufgehalten. Ja, hier dieser Kreis, der macht auch viel Schaden. Man sieht es dann immer am Kreis oben, am Balken oben am roten Kreis. Ja, und besten Liste ist bei 136 und ich bin jetzt bei 121, kommt vielleicht noch auf 124, wenn ich es komplett ausreize. Hab ja noch ein bisschen Luft. So, die sind dann weg. Ja, die kann man dann erstmal lassen, weil man sollte ja eigentlich immer die suchen, die am meisten Punkte bringen. Aber das ist nicht so einfach, die dann zu finden. Und ich muss auch aufpassen, wenn ich hier zu lange rumlaufe. Dann werde ich schneller getötet, als ich gucken kann. Denn hier seht ihr diese Wolken hier, die sorgen dafür, dass ich Leben erhalte und dass mein Lebensbalken hier unten wieder hochgeht und aufgefüllt wird. Und wenn das eine Zeit lang nicht passiert, dann bin ich irgendwann ganz schnell tot, weil die Jungs hier teilweise gut Schaden austeilen und man quasi gewonnen wird. Dafür sind dann diese Wolken. Das ist ein Teil der Skillung, die dann halt dafür sorgt, dass ich am länger am Leben bleibe. Und auch ein bisschen was aushalten kann. Und ihr seht, ich verteile das und dann seht ihr dann teilweise, wie die rangezogen werden. Wenn ihr da mal so ein bisschen guckt. Und dann hat man diese ein paar zusammen hier, dann kann man da diese Fallen verteilen. Setzt sie dann immer wieder neu. Und ihr seht, die werden dann noch weniger. Ja. Und ich suche ja eigentlich, ich meine, die sind zwar gute dabei, aber ihr seht ja, der Balken hier, der ist noch nicht so berauschend, weil ich halt eben nicht die Elite kriege. Die kommen da hinten mit dem gelben Teil. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht sterbe. Also ist noch ein kleines Problem, weil die Items passen noch nicht so richtig.
Und das ist leider immer so, ich, die Sachen, die ich brauche, die kriege ich nicht. Der Boss ist immer noch da, der hat auch ein bisschen was aus. Und die kann man auch nicht so ohne weiteres anziehen. Das klappt nicht bei jedem Boss. Die sind teilweise immun dagegen. Und der ist schon mal weg. Kann man den noch. Der ist auch gerade weg. Und so machen wir das dann halt. Und dann, und dann geht der Balken auch schon ein richtiges Stück weiter, wenn man die richtigen bekommt. Oh, da ist ein Pylon, der ist schon mal gut, weil der gibt mir dann Schutz, was auch nicht schlecht ist. Dann muss ich nicht so ganz drauf achten, auf mein Leben. Und mein Begleiter hat diesen Ring, diesen Oculus-Ring. Und der sorgt noch zusätzlich dafür, dass ich hier noch einen Kreis kriege. Also mache ich dann nebenbei auch noch mal ein bisschen mehr Schaden. Weil alles, was im Kreis steht, kriegt mehr Schaden ab und stirbt dann, also wie jetzt auch der Boss da. Und wie gesagt, das dauert eine Zeit lang, bis man die Sachen rausgefunden hat, wie man diese Tasten drücken muss. Das ist eine spezielle Routine und die muss man erstmal haben. Ach, hier sind die alle. Ich habe die ganze Zeit gesucht. Die haben die alle versteckt. Ja, ich brauche noch Timing, dass die Zeit schneller abläuft, dass ich die Ringe schneller setzen kann. Weil dann seht ihr ja, da kann man natürlich in kurzer Zeit viel mehr Schaden machen, was natürlich einfach besser ist. So, die Mobs, die sind eigentlich jetzt nicht so relevant. Die halten mich mehr auf, weil ich. Die brauchen zu lange, bis man die gekillt hat. Ich mache es dann lieber so und nehme die dann mit, wenn irgendwo so Elite dabei ist. Habt ihr gesehen, wie schön die jetzt in der Mitte sind? Das ist ja einer, der wandert immer. Der versucht, diesen Fallen zu entkommen. Das macht er auch ziemlich gut. Der bleibt auch nicht da. Und das hört natürlich dann auf, bis man den gekillt hat, ist ja klar. Ich muss aufpassen, weil diese Flammen sind auch nicht gerade optimal für mich. Hier ist noch ein Pylon und noch ein Elite-Pack, was auch gut ist. Hoppla. Ja, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, was eigentlich auch nicht sein sollte, aber naja. Leider nicht mitgenommen, weil ich mitnehmen wollte, aber naja. So ist es nun mal. Dafür ist der jetzt weg. Der ist auch weg. Und dann sind wir der Sache auch ein Stückchen weitergekommen. Oh, hier sind auch nochmal Elite, sehr gut. Kurz bevor man die Map verlässt. Oh, nochmal welche. Die sind auch weg. Oh, gleich in die nächste rein, solange der Pylon noch der Pylon noch die Liste auslöst. Ja, gut. Ein kleiner Mitnahmeeffekt. So, und dann setzt man diese Fallen unter den, damit er halt möglichst viel Schaden mitnimmt, was er gerade nicht so macht. So. Ja, und ich habe sogar in der Runde schon eine Bestzeit jetzt wieder geholt. 8:14 und die letzte war 8:54. Ja, bin schon wieder ein bisschen besser geworden. Ist auch ganz praktisch.
Das hat relativ gut gelaufen. Ja, die kann man aufwerten. Aber ich werte erstmal die auf. Leider kriege ich nur 8% Chance, dass man den aufwerten kann. Aber die sind eigentlich auch wichtig. Und ja, die 8 Minuten sind gut. Ich warte jetzt, dass ich da noch so auf 6 Minuten komme. Und dann gehe ich dann eine Stufe höher. Ich gehe in die Stadt zurück. So, mit dem war es jetzt 8 Minuten. Wie gesagt, das ist der am längsten braucht von den Schafs. So, dann haben wir die 1600 gleich voll. Ich warte hier eigentlich auf einen speziellen Ring, der aber die ganze Zeit natürlich nicht droppt. Ja, ich räume jetzt gerade noch ein, weil ich will das Zeug ja jetzt nicht in die nächste Runde mitnehmen. Dann haben wir noch einen Flechtring für den Kubus. Nur 4 Schaden. Physischer Widerstand. Ne, aber ließ ich ihn da. 603, der ist sogar besser. Ich muss dann halt nur die Stachelfalle wieder machen, aber das Teil ist besser. Den werde ich dann, wenn ich die Aufnahme beendet habe, werde ich den. Ach, durch den Zinn so lange. Normalerweise. Ich tue den da rein. Den werde ich dann austauschen gegen den, den ich habe. Dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Stärke. Seht ihr, also ich bin noch nicht fertig mit Ausbauen. Da ist immer noch genug zu tun. Und ich muss den Kubis, muss ich auch mal ein bisschen. Weil das sind alles Sachen, die. Damit kann ich mir dann hier wieder Steine holen. Damit kann ich dann die Kaldesan hier für 625 Geschicklichkeit ganz unten bei Premier. Das oberste unten, diese Geschicklichkeit, Kaldesan Verzweiflung. Das hatte ich ja schon mal erklärt. Das sind dann diese Steine hier, die man in einem besonderen, in einer besonderen Sphäre sich holen kann, Dungeon. Und die kann man auch aufwerten. Und dann, ich habe die noch nicht ganz alle ausgebaut, weil nicht jedes Item hat einen Kaldesan-Stein drauf. Und da kann man also auch noch was machen. Die anderen haben schon ausgebaut. Haben zwar weniger Paragon, haben aber dafür dann alle mit Kaldesan ausgefüllt hier. Was ich nicht habe, deswegen bin ich da auch noch was schwächer. Da geht noch was. Weil hier bin ich eigentlich immer nur eine Stunde, wenn ich spiele, und das ist eigentlich zu wenig für das Game. So, dann haben wir den. Dann werde ich jetzt das Getriebe machen, weil ich gehe jetzt immer eine Stufe runter und werde den anlegen. Und werde dann den jetzt euch zeigen. Also das Video geht jetzt nonstop. So, der ist auch 121, war das? Nee, der war 120, glaube ich. Ja, ich meine ja. Weil da muss ich auch schon aufpassen, das ist nämlich auch nicht so einfach mit dem. Ja, und der hat ja diesen Wirbelfaktor. Und ihr seht, der ist deutlich schneller. Mit der Disziplin, da müsst ihr euch nicht dran stören. Geht auch so. Ah. Da sind auch viele stabile bei. Das Problem bei den ganzen Sachen war eigentlich immer, dass man halt eben die
die Lebenserhaltung hoch macht. Weil man war relativ schnell tot, wenn man in einem höheren Level gespielt hat. Und man muss aber höhere Level haben, damit man überhaupt weiterkommt. Und das hat auch die meiste Zeit verbraucht. Und das sind dann halt die verschiedenen Spielweisen, die man hat. Und ich spiele ja nur jetzt den Demon Hunter oder Demon Hunter. Und da gibt es ja noch andere Klassen, die auch wiederum ihre verschiedenen Spielweisen haben. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange die Season 28 läuft. Ich habe noch nichts gelesen, dass die bald enden soll. Aber es könnte sein, dass vielleicht jetzt am Dienstag, wenn Diablo offiziell läuft, also Diablo 4, dass das dann auch vorbei ist hier. Ich weiß es nicht. Ich habe das eigentlich gerne gespielt. Ich meine, man kann es auch weiterhin spielen, so ist es nicht. Aber das mit dem Clan, das wird dann erstmal nichts. Ich werde dann, wenn, dann nur noch Solo spielen können, da der Clan ja anderweitig beschäftigt ist. Und naja, man muss mal abwarten, was mit Diablo 4 ist. Wenn es irgendwann mal Richtung 50 Euro geht, dann werde ich mir wohl kaufen. Aber bis dahin passiert noch viel und da muss man einfach gucken, was die da machen. Und wie viele Leute dann noch spielen, weil das ist ja jetzt auch der Hype. Und weil viele ja auch Diablo 1 und 2 gespielt haben, die fühlen sich damit verbunden. Deswegen sind sie ja jetzt auch wieder zurückgekommen. Oder wechseln halt jetzt, weil Diablo 3 halt ausgelutscht ist nach 10 Jahren oder so. Kann man ja auch verstehen. Aber ich finde es schon heftig, dass man 100 Euro im Schnitt bezahlt. Also man, wenn man eine halbwegs vernünftige Version spielen will, und ja, man kann zwar auch für 70 Euro kaufen, ist aber auch noch heftig. Und wie gesagt, mit einer Stunde am Tag kommt man da auch nicht, man muss da ziemlich reinbuttern. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hasse oder so, überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich ganz gut aufgemacht und ich kann mir auch vorstellen, dass mir das auch gefällt. Aber wie gesagt, nicht so einfach. Aber bei den Explosionen hier muss ich aufpassen. Ja, aber das ist schon mal gut, dass da endlich mal ein Pilot kommt, dass es mal weitergeht hier. Und ohne Pilot. Ah, da kommt auch ein Pylon, aber der hat keinen Effekt. Der Effekt ist gerade ausgelaufen, der Blitzeffekt vom letzten Pylon. Na gut. Nehmen wir mit.
Ich wollte ja erst die ganze Zeit den durchspielen. Mit dem habe ich auch sehr lange gespielt. Und habe da auch eine ganze Zeit lang gelevelt, damit ich den anderen Natador, Natalie, wie ist das? Damit ich Natalia spielen konnte. Das war nicht so einfach. Bis ich die so weit hatte, meine Güte. Ich habe sie noch nie gespielt, ich kannte sie überhaupt nicht. Und es ist auch wirklich nicht einfach. Also man muss da auf so viele Sachen am Anfang aufpassen. Gerade diese Fallen da setzen und so, und dass die dann auch einen gezogen werden. Das muss man erstmal raffen, wie das funktioniert. Theorie ist immer einfach. Hier ist es wieder so, ich habe sehr viele starke Gegner, die viel einstecken können, aber diese die Bosse wie hier, die Elite-Typen, die kommen eigentlich seltener. Und ich habe jetzt hier auch wenig Pylone. Rein. Haben wir wieder neue Chancen. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, warum ich so wenig mit YouTube gerade mache, weil ich habe hier spielmäßig jede Menge zu tun. Ah, gut, Schutzpilot. Und von daher, und wir haben ja jetzt auch Sommer, die ersten schönen Tage sind da, dann machen wir natürlich auch mehr draußen wieder und kümmert sich dann noch weniger in dem Sinne mit YouTube. Bin ich da ganz ehrlich, das ist ja ein Hobby. Aber ich gucke eure Videos, ich gebe da auch ein Like, weil die Kommentare, habt ihr leider auch mitgekriegt, es gibt nicht mehr so viele Kommentare. Und weil das auch relativ viel Zeit, manchmal hat man Tage, da bin ich eine Stunde und beantworte Kommentare. Aber ich gebe dann auch ein Like und dann für irgendwann mal gebe ich dann auch wieder einen Kommentar. Also ich bin nicht aus der Welt, so ist es ja nicht. Aber ich denke, es ist auch im Rahmen, weil ich springe ja nicht jeden Tag ein Video und von daher ist es eigentlich okay, denke ich mal. So, dann haben wir das auch. Also ich war jetzt nicht schneller als vorhin, wo ich denn da die Zeit in den Rekord aufgestellt habe. Mit dem bin ich nicht schneller, obwohl der eine Stufe niedriger jetzt war. Aber der ist auch nicht so stark. Der hat auch noch nicht alles. Der hat zwar ein paar rote, aber der ist noch nicht, kann noch nicht so austeilen. Weil das ist irgendwann gekippt. Ab Level 115 wurde es schwerer mit ihm, weil der nicht so viel aushält. Der sehr oft gestorben ist. Nur mittlerweile habe ich ihn so weit, dass er relativ stabil ist. Und man weiß ja auch, worauf man dann noch achten muss. Dass man halt ausweichen kann. Da ist aber nichts bei, okay. Und von daher. War das eine gute Runde. Ohne zu sterben. Und ich war eigentlich auch von der Bestzeit gar nicht so weit weg. So, und jetzt kommt der Multischuss.
Und den spiele ich eigentlich nur zum Farmen im normalen Rift. Und das ist eins der easiesten Sachen überhaupt. Also hierfür ist er gar nicht gebaut. Weil der hat zwar die Waffe, weil ich die ja durch den Altar aufwerten konnte, was sehr viel ausmacht. Die habe ich dann gefunden auch wieder. Der hat auch noch ein paar gute Sachen. Aber ansonsten hat der hat keinen, ich habe dem auch doch einen Kaldesan habe ich ihm gegeben. Und ja, auf die Waffe auch den Kaldesan. Aber die anderen, der hat auch wenig Kaldesan. Und das ist auch viel Farbenarbeit, um diese Kaldesan, diese zusätzlichen Sachen da einzubauen. Und der geht eigentlich noch mit am einfachsten von allen und eigentlich auch am schnellsten, so im Endeffekt. Und den farme ich halt, damit ich halt hier, bei dir, der gibt ja auch die Portalschlüssel, damit ich da immer ein paar hab, damit ich die großen Greatorits Rifts laufen kann. Zeigt, dass ihr eures Geburtsrechts würdig seid. Und ja, mit dem, das ist so mit der easyste überhaupt. Und dem, da muss man sich eigentlich wenig Gedanken machen. Der schießt schon die Bosse ab, die man gar nicht sieht auf der Map. Und man muss dann halt immer gucken, dass man da relativ einsammelt. Achso, ja, das ist eben auch noch so eine Sache bei dem Altar, wenn man den voll ausgebaut hat. Muss ich nochmal eben erwähnen. Mein Begleiter, der sammelt dann quasi den Schrott ein, der hier rumliegt. Also ich muss da gar nicht mehr so viel machen. Wollt ihr noch mehr? Habt ihr gesehen, wie schnell das jetzt gegangen ist, weil mein Begleiter da schon mit einsammelt, was ich sonst immer selber einsammeln musste. Hier zum Beispiel, ich zeig's mal eben. Das muss ich normal selber einsammeln. Der geht hin und sammelt das für mich und wertet das auch gleich in Materialien um, die ich dann halt zum Bauen am Bild und sonstige Sachen verwenden kann. Also nicht schlecht. Wo ging es denn jetzt hier raus? Moment, hier war es nicht. Habe ich nicht rausgepasst, weil ich ach, da geht's. Da drüben war es. Okay. Da war ich schon. Hab jetzt gar nicht noch geguckt, wo der Ausgang ist. Weil ich das euch erklären wollte. Ist jetzt zwar nicht meine Lieblingsmap, weil die sich auch ein bisschen zieht und die Mobs vereinzelt hier ja sind, aber so ist es nun mal. Gibt Maps, da macht das richtig Spaß mit, wenn die Mobdichte höher ist und die sterben wie die Fliegen. Ich muss da im Grunde gar nicht mehr viel machen hier mit dem Sammeln. Sehr angenehm. Werde ich dann vermissen. Ich weiß nicht, ob da später der Altar immer noch ist, wenn das weil Diablo ja weitergeht. Aber ob der Altar dann noch da ist, ich weiß es nicht. Okay. Das könnte einer der Ringe sein. Wie gesagt, das ist eine reine Farmrunde, ganz entspannt. Oh, Goblins, sehr gut. Goblins sind immer gut. Vor allen Dingen mit ihm hier, weil da muss ich gar nicht mehr viel machen, der killt die eigentlich im Vorbeigehen. Habt ihr das gesehen? Wie viel Material da ankommt. Das ist der Wahnsinn. Und das kann ich alles gebrauchen zum Aufwerten. Es gibt nichts, was man wegschmeißen muss oder verschrotten muss. Das kann man alles schön aufwerten. Vor allen Dingen die Edelsteine, die sind immer gut. Das war jetzt sehr gut, weil mit dem hier ist das easy, die Goblins alle mal eben schnell zu killen. Ich brauche mehr Zeit. Ist
Oh, Portalwächter. Hallo Portalwächter, wie geht's denn so? Kein Thema. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fertig damit. Also man kann jetzt die Sache hier durchgehen. Das ist ja nicht die falsche. Dann nehmen wir noch ein paar, dann nehmen wir das noch schnell mit hier. Auch noch ein bisschen Material, was man noch mitnehmen kann. Vor allen Dingen die grünen Items, die sind ja dann auch immer wichtig, wenn die droppen. Weil das meistens die Sachen sind, die man gebrauchen kann. Also ich könnte es noch schneller, seht ihr ja. Ich mache das für euch jetzt extra ein bisschen langsamer. Weil sonst würdet ihr gar nichts mehr mitkriegen. Und ja, da sind wir schon durch. Ja. Alles das war's, wieso alles? Achso, ich wollte eigentlich schon beenden. So, und ja, ich habe auch weniger Schrott. Ich muss nicht so auf die Taschen leer machen, weil der dann den ganzen Kram einsammelt. Und die Goblins haben mir ein paar Edelsteine gegeben. Wunderbar. Ja, da habe ich jetzt drei Chars hintereinander mal gezeigt. Dann seht ihr mal, wie es so läuft. Leider noch nicht den Ring, den ich hier brauchen kann. Der ist schlechter. Der hat zwar den Widerstand, aber bei dem brauche ich es jetzt nicht unbedingt. Weil der macht so viel Schaden und für mehr ist der auch gar nicht. Den brauche ich gar nicht so ausbauen. Der war auch gar nicht dafür gedacht. Für die Greater Rifts. Weil der halt nur für diese kleinen Sachen gedacht ist. Und dafür ist er sehr gut. Und da der weniger Schaden macht, so. Ja, das war's, Leute. Ich würde sagen, ich würde jetzt das Video beenden. Und hier ist auch nichts. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und mal sehen, wann das nächste, ob es nochmal ein Video von Diablo 3 gibt. Von Diablo 4 wird da erstmal nichts kommen. Schauen wir mal. Ansonsten viel Spaß mit euren Spielen, was ihr so habt. Und ja, ich schaue wieder bei euch vorbei irgendwann beim nächsten Mal. Wie gesagt, und man sieht sich, sagen wir mal so. Hört sich besser an. Ich wünsche euch was, Leute. Tschüss.